So, da wären wir wieder. Und wir brauchen jetzt Schlüssel Nummer 2, weil wir Schlüssel Nummer 1 schon mal hier reinpacken können. Und Nummer 2 müsste hier irgendwo hinter sein. Also Kommentare, dass ich irgendwelche Secrets verpasst habe, habe ich, glaube ich, letzte Folge keine bekommen. Das heißt, wir werden jetzt einfach ganz normal weitermachen und demnächst mal in die Statistiken reingucken. Denn es sollten ja 9 Secrets sein, hier auf der Ebene. Oder besser gesagt, wenn wir mit dieser Ebene durch sind, sollten wir auf 9 Secrets kommen. So, und das ist doch mal praktisch. Wir tanzen einfach immer um den blauen Kristall rum, hauen die Krexe, halb Krähe, halb Echse, und wenn wir zu viel Schaden nehmen, touchen wir einfach den blauen Kristall an. Das ist doch echt mal praktisch. So, hier war noch einer. Ja, da ist er. Ting. 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 Ja, ein paar mehr Punkte in Äxte wäre echt schick. Aber wir treffen nicht ganz so häufig. Obwohl, doch, jetzt geht's langsam. Ha. Und gleich ein Level up. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, wir könnten jetzt einen Punkt reinsetzen für Job. Oder einfach alle. Ja, irgendwann müssen wir Spellcraft erhöhen. Also ich glaube, ich packe jetzt einen Punkt in Spellcraft, damit wir der nächste Stufe das auf 5 bringen können und die restlichen in Äxte. Also, zack. Und zack, zack, zack. Dann haben wir jetzt auch Job. Mal gucken, wie häufig das bei ihm hier getriggert wird. So, du kommst erstmal nicht mit. Du machst irgendwo irgendwas. Da. Ach stimmt, hier musst du irgendwie rückwärts Sachen öffnen und freischalten. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das heißt, da müsste jetzt noch ein Knopf sein. Den drücken wir gleich auch und dann wird irgendwie gut freigelassen. Warum auch immer das so komisch gelöst ist, aber... egal. Tonk. Komm schon, ich will den Job. Job. Oh, ich sehe gerade, seine Energie geht ganz schön schnell runter. Und jetzt ist sie auf 0 und er trifft wahrscheinlich noch schlechter als vorher. Ha, kurz mal zum blauen Kristall ziehen. Ich dachte, die Energie geht immer nur runter, wenn man irgendwelche Spezialattacken macht und nicht bei ganz normalen Angriffen. Das ist schon komisch. So, hier war die Echse drin. Ah, das sieht doch gut aus. Und das zählte nicht mal als Secret. Schade. Wurfdolch. Du machst 8 Attack Power, du machst 11. Also können die Dolche hier bleiben. So. Kurz mal Fackel weg. Scheint irgendwo irgendwas durch. Nö. Dann ab zum Hauptraum. Und ich höre immer noch Legionsschritte. Es könnte sein, dass jetzt der Vierertrupp kommt, was ziemlich garstig wäre. Na gut, können wir nichts dran ändern. Schauen wir mal, was sie drauf haben. Nix. Wir werden ganz woanders hin teleportiert. Okay. Giftbolzen brauchen wir nicht. Wurf durch brauchen wir auch nicht. Ach, da. Ting. Wir haben noch keinen einzigen Job gehabt, kann das sein? Na komm, gib mir einen Job. Ah. Ja, das mit den Skills ist so... ah, da war der erste. Das mit den Skills ist echt so eine Sache. Man merkt nicht wirklich radikalen Unterschied. Also jedenfalls ich nicht. Das heißt, bei einem Level-Up, dann kann man nicht sagen, dass sich wirklich viel verändert hat. Aber dass wir wesentlich öfters treffen und dass wir wesentlich mehr Schaden machen. Klar, das wird sich mit der Zeit summieren, aber... ist schon komisch, dass man nicht so wirklich merkliche Fortschritte sieht.
Obwohl die Kämpfe doch ganz gut laufen bisher. So, Schneckenteile brauchen wir nicht. Irgendwo irgendwas? Nö. Können wir mal kurz in die Statistiken reingucken. Wir sind bei 6 von 71. Das heißt, auf dieser Etage fehlen uns noch 3 Stück. Das müsste machbar sein. Ting. Und seine Energie ist gleich schon wieder unten. Da müssen wir irgendwas machen. Ich weiß zwar nicht was, aber da müssen wir was machen. Oder auch nicht, weil er scheint ja trotzdem noch einigermaßen kämpfen zu können. Essen und sonst nix. Nö. Mehr Pilze und ich höre oh, Brokkoli. Die kleinen Dinger kann ich ganz und gar nicht ab. Oh, 52 kritisch. Das ist doch mal ordentlich. Und er schießt gerade seinen Kumpel ab. Yep, das war nicht gut. Schnell zurück zum blauen Kristall. Der ist hoffentlich wieder aufgeladen. Jo. So, kleiner Mann, wo bist du? Da bist du. Ting. Ting. Ha. Ich habe die irgendwie als One-Hit-Wonder in Erinnerung gehabt, aber gut. So, dich brauchen wir nicht. Wir haben genug zu essen. Okay, es waren wohl wir. Boing. Oh, ich dachte schon, ich hätte mich in der Ecke boxiert. Das wäre ja nicht so toll gewesen. Na komm. So. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, da ist eine Sackgasse. Und hier sollten wir auch nochmal kurz reingucken. Nix, nix. Und nix, nix. Oh, das ist nicht viel. Und hier sind noch mehr Pilze. Also ich weiß nicht, ob das jetzt großartig anders ist, was die Monster angeht. Hier im Toro-Modus. Also es kommt mir so vor, als wenn die Gegner ein bisschen anders gesät wären als im Originalspiel. Also jetzt nichts Extremes, also keine Ogre auf Level 1 oder so, aber ein bisschen anders kommt es mir schon vor. Kann aber auch alles Einbildung sein. Wirklich viel verändert hat sich ja sonst nicht. Also wir haben bisher keine Torum-Notiz gefunden. Und sonst wüsste ich nicht, was da anders war. Oh, Schlüssel. Und ein Schalter, der irgendwo was aufgemacht hat. Wir haben hoffentlich noch eine. Ja. Ja, ich liebe Schalter, wo man nicht weiß, was sie machen. Also irgendwo geht jetzt was zu. Da geht was zu. Und wir haben anscheinend noch mehr Pilze befreit. Ah, es wird Zeit, dass wir das Alchemie-Set finden. Und wir ein paar Heiltränke brauchen können. Und Energietränke und Geschwindigkeitstränke und überhaupt. So. Das ist immer noch zu. Wo kommst du denn her? Ja, aber noch geht das mit den Kämpfen, solange wir noch Platz haben. Mal gucken, ab wann das wirklich anstrengend wird. Also ich denke mir, die Oger dürften kein Problem sein, so schnell wie wir sind. Die Feuerelementare eventuell. Weil die halt gute Fernkämpfer sind. Ja, und diese kleinen grünen Käfer. Wenn davon nachher richtig viele kommen, was ja zweimal im Spiel passiert, das könnte übel werden.
So, also Schalter drücken, darum, darum. Hier geht was auf. Und Secret Nummer 7. Was haben wir hier? Ein Phalanxhelm und ein Schädel. Und Lederhosen. Was haben wir hier? Lederhosen. Ja. Das macht jetzt nicht so den Unterschied. Was sagen die Statistics? Wir haben jetzt Schädel 1. Können wir den Schädel auch wieder wegschmeißen und wir haben trotzdem noch einen? Jo. Goodie. Den nehme ich den jetzt erstmal mit, bis wir irgendwo ein Lager eingerichtet haben. Und da lasse ich den einfach liegen. So, da geht's rum. Das Fußstapfen wird wieder lauter. Und die wollen mich, glaube ich, nur irritieren. So, was haben wir hier? Nomadenschuhe. Die machten, glaube ich, Schutz gegen Kälte oder so. Ja, Protection 2, Schutz gegen Kälte 5. Nö, da sind die Lurker Boots doch eindeutig besser. Außerdem Kälteattacken. Wer hat Kälteattacken benutzt? Es gab Echsen, die hatten Blitzschaden. Sonst weiß ich nicht. Doch die Mönche nachher am Ende, aber ja. Oh, da flackert was. Oder scheint was durch. Drücken wir einfach mal den Schalter direkt daneben. Hm? Und das ist nur eine Abkürzung. Na gut. Wollen wir nicht verschmähen, sowas? Und die... Okay, warum ist die Tür nicht vom ersten Mal aufgegangen? Wir sind auf die Druckplatte rauf, die Tür ist nicht aufgegangen. Wir sind runter, sie ist nicht aufgegangen. Wir sind ein zweites Mal rauf und sie ist aufgegangen. Ja, komisch. Tong. Tong. Oh, schicker Job. 45. Ja, und mir wurde gesagt, diese Bone-Amulets, da brauchen wir nur eins von. Also kann ich mir das Durchsuchen von den Skeletten jetzt auch sparen. So, was haben wir hier noch? Nix, nix. Oh, da ist der Vierer-Druck. Ja. Da. Okay, das bringt gar nichts. Jo, dann werden wir uns einfach ganz lange hier aufhalten müssen. Und das Hau-zu-Lauf-weg-Spiel spielen. Das Gesicht irgendwas. Nein, das mussten wir nur anstarren. Schade. Ich dachte, wir könnten hier vielleicht irgendeine Falle ausnutzen, um die hier ein bisschen schneller umzubringen. Aber da würden wir wahrscheinlich auch keine Erfahrungspunkte bekommen. Und die Erfahrungspunkte hätte ich doch ganz gerne. Ting. Also, obwohl wir keinen Stamina haben, treffen wir anscheinend genauso häufig. Aber dafür machen wir wohl keine Spezialattacken mehr. Aber da kann ich ja doch mal drauf achten. Wir hauen jetzt einfach fleißig weiter. Und wenn meine Theorie richtig ist, dürfte kein einziger Job durchkommen. Dafür kritische Schaden, die genauso viel Schaden machen wie ein Job. Komm. Oh, einer tot. Super. Lalala. Gucken wir währenddessen unsere Stats ein bisschen an. Hat bald schon wieder Level ab. Ah, geht doch ziemlich flott. Auch wenn er nicht viermal so viele Erfahrungspunkte bekommt wie die normalen Helden. Was wahrscheinlich auch ein bisschen krass wäre. Also ich hatte die Idee gehabt, dass wenn wir jetzt nur einen Charakter spielen, dass er dann halt alle Erfahrungspunkte von allen Helden noch einmal bekommt. Dann würden wir aber sehr schnell alle Skills auf 50 haben, denke ich. So, und warum sind die jetzt so schnell gestorben? Hm. Vielleicht treffen die Attacken nicht immer denselben, sondern einfach zufällig einen von den ganzen. Oh, das ging doch. So, den mussten wir einfach nur anstarren.
Aber vorher gucke ich mich hier nochmal ein bisschen um. Was haben wir da? Ein Sack mit. Ah, wir können jetzt die Heiltränke machen. Sehr schön. Ja, die Notiz brauche ich nicht. Guti, das können wir aber später machen. So, damit wird die Etage quasi schon abgeschlossen. Aber es fehlen immer noch zwei Secrets. Tong. Ich denke mal, dass hier hinter eins davon ist. Das heißt, es würde nur noch ein Secret fehlen. Das ist doch schon mal ganz gut. Und dann können wir gleich mal gucken, welche Etage das da unten ist. Ich glaube, das ist das Spinnenlevel. Das heißt, wir können am Anfang vom Spinnenlevel unser Lager mal einrichten. Denn in dem Spinnenlevel werden wir uns sehr lange aufhalten. Da müssen wir nicht alles mit uns rumschleppen. So, du bist kaputt. Secret, sehr schön. Eine Kiste, die wir garantiert nicht tragen werden. Ah, was haben wir denn dabei? Eine Lederrüstung plus 4. Ist besser als die hier. Ein Spruch, den wir nicht benutzen werden, und ein Heiltrank. Okay, wir nehmen die Kiste erstmal so mit. Die kommt in unseren Vorratsschrank. So, was sagt die Karte? Da ist noch was. Das stimmt, das Anstarren. Um etwas Glück ist das schon unser letztes Secret. Wir starren dich an. Ich hoffe mal, wir müssen nicht vorher den Text lesen. Das wäre komisch. Bah. Stimmt, da war was. Da hatte ich mich letztes Mal richtig erschreckt. Weil dann quasi sofort 4 Speere uns entgegengezückt sind. Ding. Na, mit etwas Glück ist das schon unser nächstes Level up, wenn die 4 hier tot sind. Haben wir irgendwas, um das Ganze zu beschleunigen? Zauberstab? Nee, wir haben keine Punkte Magie gesetzt. Na doch, wir haben Erdmagie, aber die Jungs hier können Gift, glaube ich, ganz gut wegstecken. Nö, die müssen auf die Altmondische mal wieder töten. Mal ganz kurz gucken, ob das hier ein Secret ist. Ja, es war ein Secret. So, die Bomben behalten wir erstmal. Die werden wir uns später bestimmt noch ganz gute Dienste leisten, wenn wir mal schnell viel Schaden machen müssen. Also klar, es würde sich auch anbieten, bei so einem Vierertrupp die zu benutzen, damit wir nicht stundenlang drauf einschlagen müssen, aber wir sollten keine Ressourcen verschwenden. Gerade jetzt auf Hard und im Solo-Modus dürfte das später noch ziemlich übel werden. Auch so eine Sache wie die Eisbomben sollten wir auf keinen Fall benutzen, wenn wir es nicht wirklich absolut brauchen. Also bei richtig schweren Sachen wie die Krieger-Herausforderung zum Beispiel, da denke ich mal, werden wir auf jeden Fall mehrere Eisbomben brauchen, um unsere Seiten abzudecken. So, meins. Fehlt noch? Oh, nicht mehr viel. Dann dürfen wir auch gleich volle Lebenspunkte und volle Energie bekommen. Oh, oder auch nicht. Das bin ich irgendwie aus anderen Rollenspielen so gewöhnt. Sobald ein Level abkommt, wird der Held automatisch geheilt. Warum auch immer. So, alles kaputt. Nichts Ordentliches dabei. Statistiken sagen 9 von 71. Und hier war sonst nichts mehr, ne? Nö. Guti. Dann nach unten. Laufe ich überhaupt richtig? Jo. Und wir sind Pillars of Light. Genau, das ist das Spinnenlevel. Das heißt, wir speichern jetzt erstmal ab und in der nächsten Folge kämpfen wir uns hier mal durch und suchen den blauen Kristall, der irgendwo war. Obwohl... Das Spinnenlevel hatte direkt am Anfang
Doch diese eine Fallgrube, da war ein blauer Kristall, dann zwei Fallgruben und dahinter waren schon die Treppe runter. Man musste nur ganz außen rumlaufen. Also es könnte sein, dass das nächste Level erst das Spinnenlevel ist. Na gut, so oder so. Erstmal abspeichern. T5. Und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Bye bye.